Trello dürfte das bekannteste Tool für die Aufgabenverwaltung von kleineren und mittleren Teams sein. Auch wir im eigenen Unternehmen hier in der Unternehmensberatung haben viele Jahre Trello genutzt und es hat uns einen wirklichen echten Effizienzboost beschert. Wir sind sehr, sehr viel besser geworden. Und trotzdem sind wir von Trello zu einem anderen Tool gewechselt. Welches Tool das ist, was die Gründe für den Wechsel waren und welche unschlagbaren Vorteile wir seitdem als Unternehmen haben, das verrate ich Ihnen in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Bevor ich Ihnen unser neues Tool verrate und was die ganz konkreten Vorteile sind, möchte ich ein paar Gründe für die Aufgabenverwaltung ganz grundsätzlich loswerden. In allen Unternehmen, die ich beraten habe, wie auch bei uns selbst im eigenen Unternehmen, gibt es für die Büromitarbeiter jeden Tag eine ganze Vielzahl von Aufgaben zu erledigen. E-Mails bearbeiten, Eingangs- und Ausgangsrechnungen bearbeiten, Projekte steuern, Website aktualisieren, Telefonate führen und vieles mehr sind die Aufgaben, die jeden Tag anfallen. Da kann man im Eifer des Gefechts schon mal was übersehen oder vergessen. Insbesondere, weil es ja nicht wie bei einem großen Unternehmen nur in einer einzigen zentralen Softwaresystem wie SAP oder dergleichen arbeitet, sondern weil man eben von einem Tool ins nächste springt. Da macht man zum Beispiel Grafiken für irgendwelche Social Media in einem Grafikprogramm. Da muss man sich den Content entsprechend überlegen. Es wird irgendwo was geschrieben, Texte, E-Mails und so weiter. Alles verschiedene Systeme. Das macht also sich Notizen, um nichts zu vergessen. Ne? Diese Notizen sind dann entweder Klebezettel, die irgendwo am Monitor dranhängen oder Notizbücher. Oder wenn es ganz schnell gehen muss, dann wird auch mal schnell was auf die Schreibtischunterlage draufgekritzelt. Zum Beispiel jemand ruft an, will irgendwas, kein Zettel sofort griffbereit gewesen, kommt es also schnell auf die Schreibtischunterlage. Und das geht so lange gut, bis der Mitarbeiter mit seinen persönlichen Notizen mal nicht da ist. Sei es jetzt wegen Urlaub oder sei es wegen Krankheit oder eben vielleicht auch wegen beruflicher Veränderung. Oder vielleicht geht er auch in den Ruhestand. Sprich, der Überblick über die Teamaufgaben, die Kapazität, die noch frei ist und was die Leute noch haben und die dafür benötigte Arbeitszeit, gehen halt sehr, sehr schnell verloren. Und der erste Schritt zur Besserung ist es, eine zentrale Aufgabenverwaltung zu nutzen. Völlig unabhängig jetzt vom Tool bringt es einen ganz enormen Schub, weil eben nichts mehr vergessen wird oder unter den Tisch fällt, sondern eben das Team als solches im Blick hat, was die offenen Aufgaben sind und was schon alles erledigt ist und wer an was gerade gearbeitet. Und der entscheidende Vorteil ist, dass eben eine gut beschriebene Aufgabe auch von jemand anderem übernommen werden kann, wenn der eigentliche Bearbeiter aus irgendeinem Grund eben nicht dazukommt oder mal ausfällt. Und über Checklisten in den einzelnen Aufgaben kann man Schritt für Schritt hinterfragen und hinterlegen, was in welcher Reihenfolge wie zu erledigen ist, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Also alleine das Aufschreiben eben von solchen Checklisten Punkt für Punkt ist ja schon eine Art und Weise, einen gewissen Standard in einen Ablauf reinzubekommen. Und Sie wissen genau, wie wichtig Standards sind. Dazu haben wir auch entsprechend schon mal ein Video gemacht, wie wichtig Standards sind. Braucht es viele solcher Aufgaben, ist es natürlich entsprechend umfangreich, dann lassen sich diese Aufgaben eben in Projekten bündeln. Und ein Kundenprojekt beginnt zum Beispiel eben mit der Angebotserstellung, mit der Nachverfolgung, mit der Auftragsvergabe, Bestellungen, Disposition, Abwicklung und der Abrechnung. Nachkalkulation und Belegübergabe an die Buchhaltung schließen dann das Projekt schlussendlich ab. Also ein ganzer großer Blumenstrauß an Aufgaben, die eben bei einem Projekt entsprechend zu tun sind. Der Mitarbeiter wird durch so eine Aufgabenverwaltung eben an die Hand genommen und systematisch durch die Vielzahl von Tätigkeiten geführt. Das ist dann ein sogenannter Workflow, der sich an den jeweiligen Prozess eben orientiert. Und diese Art des An-die-Hand-Nehmens sollten Sie unbedingt auch in Ihrem Unternehmen nutzen. Es lohnt sich wirklich. Und bisher haben wir dafür, wie viele andere Unternehmen, eben Trello genutzt. Aber wir haben was viel Besseres gefunden, ein Werkzeug, was viel intuitiver ist und was viel, viel leichter geht. Und dieses Tool nennt sich AWork. Einen Link zu dem Tool finden Sie hier unten in der Videobeschreibung, da können Sie sich das mal anschauen. Und was ist aus unserer Sicht nun deutlich besser in AWork gelöst als in Trello? Es muss ja Gründe geben, warum wir wirklich mit unseren ganzen Aufgaben von Trello weg sind und eben zu AWork gewechselt. Wenn man AWork wirklich vernünftig aufsetzt, ist es wesentlich übersichtlicher als Trello. Durch die Bündelung von Checklisten zu Aufgaben und Aufgaben zu Projekten kann man sich entweder einen Überblick verschaffen oder eben Schritt für Schritt in die offenen Punkte wirklich hineinzoomen. Und das macht auch AWork wesentlich besser als Trello, wo man bei ganz vielen Boards und ganz vielen Karten ganz, ganz schnell auch den Überblick verliert. Und bereits im Standard bietet AWork die Möglichkeit, Start und Ende von Aufgaben oder Projekten sowie die dafür veranschlagte Zeit festzulegen. Also auch
Zeitbudgets eben festzulegen für Projekte oder Aufgaben, ist eben bei AWORK im Standard schon mit dabei und man braucht da eben keine aufwendigen Add-ons. Und wenn man das macht, bekommt man eben auch bei AWORK mit einem Klick sofort eine grafische Übersicht über die Auslastung des Teams. Man kann seine Mitarbeiter und Bearbeiter entsprechend hinterlegen. Man weiß letztendlich, was die Tageskappa von den Leuten ist, sei es 3, 5, 8 Stunden eben, je nachdem wie der Arbeitsvertrag ist. Und damit bekommt man eben auf einen Schlag eben, wenn du diese Aufgaben mit diesem Zeitbudget auf die Leute verteilst, dann sind die schon so und so ausgelastet. Und das ist unschlagbar besser gelöst als in Trello. Und eine Überlastung des ganzen Teams oder einzelner Personen lässt sich bereits im Vorfeld erkennen und vor allem auch vermeiden. Und ohne irgendwelche zweifelhaften amerikanischen Plugins lässt sich die benötigte Zeit, je Aufgabe oder je Projekt von den Mitarbeitern auch einfach erfassen. Also eine Zeiterfassung ist bei AWORK eben schon mit dabei. Und dieser Punkt war eben bei Trello extrem kritisch. Nicht, weil die Plugins für Trello amerikanisch waren, sondern weil das Thema Datenschutz und Mitarbeiterüberwachung im US-amerikanischen Raum völlig anders gehandhabt wird, als es bei uns im deutschsprachigen Raum üblich oder gesetzlich zulässig wäre. Also nahezu alle Plugins, die ich gefunden hatte für Trello, die irgendwas mit Zeiterfassung zu tun hatten, waren eigentlich schon fast Mitarbeiterüberwachungsprogramme. Und es war ganz, ganz schwierig, da was Vernünftiges zu hinzubekommen, dass das Thema Datenschutz eben wirklich sorgsam damit umgeht. Und das ist eben bei AWORK viel, viel besser. Und ohne vernünftige Zeitauswertungen für ihre Prozesse, also die Ermittlung der Durchlaufzeit und der Bearbeitungszeit, lässt sich eine Prozessoptimierung nur wirklich ganz, ganz schwierig umsetzen. Gerade eben im Büroumfeld, wo man eben nicht wie in der Serienfertigung eben irgendwelche Löcher stanzt oder irgendwelche Schrauben eben herstellt. Schauen Sie sich doch mal dieses Video zu den 4 wichtigsten Prozesskennzahlen an. Dort wird es nochmal genau erklärt, was wirklich so der große Hebel ist, wenn man sich nur an die 4 wesentlichen Prozesskennzahlen wirklich hält. Und dann sind wir auch an einem weiteren, für uns damals sehr, sehr wichtigen Punkt, der auch den Wechsel mitbegründet hat. AWORK kommt aus Deutschland. Es ist deutschsprachig, hat einen deutschen Support und unterliegt auch dem deutschen Datenschutz. Es lässt sich eine vernünftige Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung abschließen und so weiter. Sprich, Sie kommen mit AWORK nicht in rechtliche Grauzonen, sondern haben eine rechtskonforme Aufgabenverwaltung für sich und ihr Team. Und das war für uns ebenfalls ein ganz zentrales und schlagendes Argument für den Wechsel eben von Trello zu AWORK. Und wenn Sie jetzt neugierig auf AWORK geworden sind, können Sie es gerne mal testweise ausprobieren. Den Link hier unten finden Sie in der Videobeschreibung. Gucken Sie sich das mal an, gibt es Demo-Accounts und so weiter. Einfach mal ausprobieren, es ist echt eine gute Sache. Und wenn Sie Ihre Büroprozesse auf ein völlig neues Effizienzniveau heben wollen, ist eine zentrale Aufgabenverwaltung wirklich unerlässlich. Und wenn Sie Hilfe brauchen beim Einrichten von AWORK, melden Sie sich kurz bei uns. Wie gesagt, wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Gucken Sie das einfach mit an. Wir können auch noch ein paar Tipps dazu geben. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.